Wie oft? Zweimal. Wie? Er hat es mir zuerst mit der Zunge gemacht und dann haben wir gefickt. Wer war wo? Ich war oben. Und dann hat er mich von hinten gefickt. Und da bist du das zweite Mal gekommen. Wieso ist dir der Sex so wichtig? Ich bin eben ein scheiß Höhlenmensch! Hast du dich angefasst, während er dich gefickt hat? Ja. Machst du es dir vor ihm? Manchmal. Und er vor dir? Wir tun einfach alles, was Menschen miteinander beim Sex tun. Willst du ihm auch gerne ein? Ja. Machst du seinen Schwanz? Ich liebe ihn. Und spritzt er dir ins Gesicht? Ja. Wie schmeckt es? So ähnlich wie du, bloß süßer. Behandle ich dich wie eine Nutte? Manchmal. Komisch, warum nur? Du verschissene Obernutte. Hast du Kinder? Nein. Willst du welche? Ja, aber nicht heute. Hatte sie einen Spaß, als sie hier war? Ich habe es nicht zu ihrem Vergnügen gemacht. Ich habe sie nur gefickt, weil ich dich ficken wollte. Ein guter Kampf ist nie fehl. Na klar hatte sie ihren Spaß. Du weißt doch, sie liebt einen Schuldfick. Sie sind ein Tier. Ja? Warum hast du ihn gefickt? Weil mir danach war. Warum? Weil ich Lust hatte auf ihn. Warum? Weil du nicht da warst. Warum mit ihm? Er hat mich höflich gebeten. Lügnerin. Und? Wer bist du? Ich bin niemand. Na los, schlag mich. Wenn du das brauchst, schlag mich, du Wichser. Das war ich. Hat Ihre Mutter Ihnen, als Sie klein waren, die Kruste abgeschnitten? Ja, wenn ich mich recht erinnere. Sie sollten die Kruste essen. Sie sollten mit dem Rauchen aufhören. Schön, oder? Ja? Ja. Ist das für dich Liebe? Ja. Ja?
Liebe? Ist das für dich Liebe? Ist es damit? Ist das für dich Liebe? Hab ich dich nur gezeigt, was für mich schön ist, klar? Hör auf! Hast du sie noch alle? Ein Bastard. Du musst dir vorstellen, dass du mit 5 Jahren erfährst, dass deine Schwester eigentlich deine Mutter ist. Okay, das ist ein bisschen merkwürdig. Gut, und mit 17 erfährst du dann auch, dass dein Vater gar nicht dein Vater ist. Ist das dein Ernst? Warum fährt so jemand wie Sie eine Vergewaltigerausrüstung spazieren? Das ist keine Vergewaltigerausrüstung. Ich kann Ihnen jedes Teil, das Sie gefunden haben, erklären. Also ich weiß nicht. Eine Nylonstrumpfmaske mit Augenschlitzen, eine Handsäge, ein Brecheisen mit Klebeband umwickelt, dazu Messer, Seil, Handfesseln, sollen das Schlosserwerkzeuge sein? Und bisher haben Sie überhaupt noch nichts erklärt. Kleiner Warzrutscher. Wie war das? Hören Sie,
lassen Sie es einfach raus. Nein, ist schon gut. Ich bin hier. Alles in Ordnung. Besser zusammenarbeiten. Warte! Verdammte Warte! Wir sollen nicht über die verdammte Warte sprechen, aber die verdammte Warte spricht mir ins Gesicht! Schneid sie ihn ab, da hast du mal Leberwurst drauf. Ohne alles haben und dabei die anonymen Partner wechseln, während sie gleichzeitig mit bewusstseinserweiterten Drogen experimentieren, was von allen toleriert wird, ohne Folgen, bin ich voll mit dabei. We'll be right back.
bezahlt mich für 2 Stunden und die will er auch haben. Das wäre auch nur halb so schlimm, wenn die Wichser wirklich 2 Stunden ficken und nicht schon nach 10 Minuten abspritzen würden. Denn danach kommen sie meistens auf die wirklich dummen Ideen. Das geilt sie dann wieder auf und wir können weiter ficken. Gott sei Dank. Wir können weiter ficken. Gott sei Dank. We'll be right back.
schon viele Jahre, aber heute kommst du zum ersten Mal zu mir um Rat oder um Hilfe. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann du mich das letzte Mal in dein Haus zu einer Tasse Kaffee eingeladen hast. Aber lass uns ganz offen sein, du hast nie Wert gelegt auf meine Freundschaft. Und du hast dich gefürchtet, in meiner Schuld zu sein. Sie um Gerechtigkeit. Das ist keine Gerechtigkeit. Deine Tochter lebt. Dann lassen Sie diese Schweine führen. Pate zu mir. Nein, stattdessen kommst du am Hochzeitstag meiner Tochter in mein Haus und bittest mich, einen Mord zu begehen. Für Geld. Jetzt kommst du zu mir und sagst, Don Corleone verschafft mir Gerechtigkeit. Aber du zeigst mir keinen Respekt. Wollen Sie mein Freund sein? Mein Pate.
denkst, ich fühl mich gut. Wenn der Bass mich umgibt, ich fühl mehr davon. Lass mich tanzen mit dem Tag, wenn mein Gehirn funktioniert. Wenn der Nebel mich umgibt.